Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute begrüße ich euch zu einem Skincare-Video. Ich war beim DM und habe dort Ausschau gehalten nach Produkten, die super gut sind, die gute Inhaltsstoffe haben, die gut performen sollten, und die möchte ich euch heute zeigen. Und hier ist auf jeden Fall die Tüte, die ist eigentlich ziemlich schwer, würde ich sagen. Ich habe so in den letzten Videos beobachtet, dass doch vermehrt Kommentare kommen, in denen ihr sagt, ja, du zeigst sehr teure Produkte und das kann sich nicht jeder leisten. Ihr werdet euch wundern, wie viele Leute sich das leisten können und wollen. Aber ich möchte natürlich auf so viele Wünsche wie möglich eingehen. Ich höre euch, ich sehe euer Feedback. Und deswegen habe ich gedacht, um das Ganze so ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, mache ich mal wieder ein Drogerievideo. Ich möchte das in diesem Jahr auf jeden Fall auch mehr machen. Die Produkte, die ich gekauft habe, sind wirklich sehr unterschiedlich, aber auf jeden Fall auf meinen Hauttyp abgestimmt. Also ich habe eine trockene Haut, die teilweise zu Unreinheiten neigt, und ich habe eine Pigmentfleckenstörung teilweise und Fältchen um die Augen, und ja, ich lege Wert auf viel Feuchtigkeit und so Anti-Aging und sowas, ne? Ihr werdet auf jeden Fall sehen. Das erste, womit ich starten möchte, ist so eine Bürste. Das ist eine Badebürste. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht der Vollhorst überhaupt. Ich habe nämlich so eine, eine Bürste gesucht, mit der man einfach den Körper bürsten kann und nicht waschen. Eine Bürste, die man benutzt, bevor man sich wäscht. Vielleicht kennt ihr ja diese Technik schon. Das hilft eurer Haut auf jeden Fall, viel geschmeidiger, glatter zu werden, besser durchblutet zu werden. Auch bei Zellulite soll es richtig gut sein. Und ja, diese Technik oder generell das Körperbürsten, ich hoffe, ich drücke mich auch richtig aus, das möchte ich unbedingt ausprobieren. Das wollte ich schon länger machen. Irgendwie habe ich nicht so die richtige Bürste dazu gefunden. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt vom DM die optimale dafür ist. Ich habe mal eine bei Amazon gefunden, die ich auch in einem YouTube-Video gesehen habe, wo das einer empfohlen hat. Und habe ich mir gedacht, ach, guck mal. Das war gerade aus Versehen, aber das kann man abnehmen. Ja, das ist natürlich viel besser, weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt überall hinkommen möchte, wird mich das ja nur stören. Aber das kann man ja easy abnehmen. Das finde ich ja mega. Und dann wieder anziehen, wenn man irgendwo nicht drankommt. Cool, auf jeden Fall cool. So eine Bürste wollte ich schon länger ausprobieren. Mache ich jetzt mal auf jeden Fall. Kann ich euch auch mitteilen, ob das jetzt ein Wunder bewirkt hat, ob ich mich anders fühle, ob sich meine Haut verbessert oder verändert hat. Kann ich euch gerne mal auf dem Laufenden halten. Aber generell ist das für mich jetzt auf jeden Fall Thema. Abschminkprozess. Und das ist ja natürlich eins der allerwichtigsten Steps überhaupt in eurer Pflege, euer Make-up so gründlich wie möglich abzunehmen. Wenn ihr das Gefühl habt, das Gesicht ist nicht so richtig sauber nach einem Schritt des Abschminkens, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das Ganze zweimal zu machen. Also so ein Zwei-Phasen-Abschminkprozess. Sage ich mal. Das würde ich zum Beispiel allen empfehlen, die keine Reinigungsbürste benutzen. Das jetzt mal aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn ich mich zum Beispiel nur mit einem Produkt und mit meinen Händen abschminke, dann habe ich auch oft das Gefühl, das ist irgendwie nicht genug. Für mich, weil ich natürlich auch sehr viel Make-up trage. Ich trage Foundation und Puder und Bronzer und Blush und Highlight. Also ich trage super viele Produkte, deswegen reicht für mich zum Beispiel dieser einmal mit einem Öl oder mit einem Schaum abschminken, fühlt sich nicht sauber genug an. Deswegen würde ich dann immer zwei Schritte machen. Aber ich benutze eine Reinigungsbürste und damit wird meine Haut viel sauberer. So, das Produkt, das ihr auf jeden Fall schon kennt, wo ich keine Bürste brauche, ist diese Reinigungsmilch. Und die benutze ich, wenn ich mein Augen-Make-up abschminke. Die benutze ich schon, seit ich mich überhaupt schminke. Ich glaube, so mit 16 ungefähr habe ich angefangen, mich zu schminken. Da habe ich eigentlich nur Mascara aufgetragen, bis dann irgendwann der Eyeliner kam, so komplett um das Auge, so eine dünne Linie. Ja, genau. Seitdem benutze ich eigentlich eine Reinigungsmilch, weil es ist super mild und nimmt super gut auch mein Make-up ab. Ich habe noch nie oder ich benutze eigentlich nie wasserfeste Produkte, deswegen funktioniert das wunderbar. Ich habe nur in letzter Zeit gemerkt, es muss nicht unbedingt daran liegen, aber es hat doch mal irgendwie hier und da mal gebrannt. Und habe ich gedacht, gut, vielleicht brauche ich etwas, das noch milder ist. Deswegen habe ich mir das trotzdem als Backup gekauft, weil ich das immer da habe und liebe und immer benutze. Aber das ist schon mehr eine Gewohnheit. Vielleicht gibt es ja etwas, was noch besser funktioniert, aber ich habe mich einfach so daran gewöhnt. Das ist für mich ein Must-Have. Aber ich habe jetzt mal eine Alternative geholt und das ist auch eine Reinigungsmilch. Aber das ist die Ultrasensitiv Reinigungsmilch ohne Parfüm, Paraben oder Farbstoffe. Und das ist von Balea Med.
Und das möchte ich mal ausprobieren. Und wenn ich besser darauf reagiere und wenn da wirklich gar nichts mehr brennt und sich gut anfühlt, dann würde ich vielleicht sogar darauf umsteigen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Augen gebrannt haben oder vielleicht war ich übertrieben müde oder ist was anderes ins Auge gekommen, I don't know. Aber ich möchte mal gerne diese sensitivere Reihe mal ausprobieren. Da habe ich auch zum Beispiel dieses Gesichtswasser geholt. Ultrasensitiv Gesichtswasser ohne Parfüm, Paraben oder Farbstoffe wieder von Balea Med. Das ist etwas, was ich auch gerne noch einführen möchte in meinen Abschminkprozess. Wenn ich dann zum Beispiel die Reinigungsmilch aufgetragen habe für meine Augenpartie, dann den Rest des Gesichtes, zeige ich euch auch gleich, was da gekauft habe. Und als letzten Schritt, bevor ich meinen Toner auftrage, nochmal mit einem Wattepad drüber gehen und wirklich die allerletzten Reste abnehmen, um sicher zu gehen, dass da wirklich nichts mehr dran ist. Und wenn das Wattepad dann nach diesem Gesichtswasser super sauber ist, dann ist ja wirklich alles ab. Und danach kann man weiter mit der Pflege machen. Toner, Serum, Nachtcreme und so weiter oder Tagescreme. Deswegen wollte ich auch gerne mal einen extra Step noch hinzufügen, indem ich ein Gesichtswasser benutze. Jetzt war die Reihenfolge vielleicht nicht ganz korrekt, aber um mein Make-up abzunehmen, möchte ich gerne in Zukunft auch mal dieses Produkt ausprobieren. Das ist von Balea, das Reinigungsöl. Es ist parfümfrei. Schnelle Reinigung auch mit bei wasserfestem Make-up mit Arganöl und das ist für trockene Haut. Also klingt eigentlich richtig gut. Und wie ich auch schon sagte, ich trage sehr, sehr viel Make-up. Deswegen sollten meine Reinigungsprodukte ölhaltig sein, weil das Öl bricht am besten das Ganze auf und dann kommt am besten auch alles runter. Und abgesehen davon ist es natürlich auch nicht austrocknend für die Haut. Ohne Parfüm natürlich ist auch wichtig. Und das habe ich aber hin und wieder mal gemerkt, wenn ich so verschiedene Reinigungsprodukte benutzt habe, dass meine Haut danach doch hin und wieder mal gespannt hat. Auch wenn ich sie danach gepflegt habe und das Gefühl war vorbei. Aber ich möchte mit meiner Reinigung ja nicht auch austrocknen, sondern eigentlich nur sauber machen. Und deswegen möchte ich gerne mal dieses Öl benutzen. Und ich habe davon eigentlich auch viel Gutes gehört. Was ich mir nachgekauft habe für mein Daily Business, sind die Micellenreinigungstücher von Balea. Also ich kann dazu jetzt nichts Negatives sagen. Ich benutze sie eigentlich täglich, wenn ich mich schminke, wenn irgendwas daneben geht oder wenn ich einen Swatch mache hier auf meinem Handrücken, dann nehme ich das damit ab. Also für so den täglichen Gebrauch, wenn was daneben geht oder wenn ich eben was korrigieren möchte oder so, dann funktionieren diese Tücher wirklich wunderbar. Was ich auch nachgekauft habe, ist vielleicht ein bisschen uninteressant, weil es keine Skincare ist, aber das kaufe ich auch immer wieder nach, ist diese Zahnpasta, der medizinische Doppelschutz für Zahnfleisch und Zähne. Das ist einmal Aronal und Elmex, das kaufe ich immer, erzähle ich euch ja auch schon, habe schon oft erzählt. Das benutzen wir immer. Die blaue morgens und die orangene abends und ja, finde ich super gut. Und dann habe ich noch neue Zahnbürsten gekauft. Ich kaufe die immer in der mittleren Stärke. Wir haben eigentlich auch eine elektrische Zahnbürste, aber ich weiß nicht, warum wir aufgehört haben, die zu benutzen. Wir haben eine Bürste und natürlich verschiedene Aufsätze und das haben wir eine Zeit lang benutzt, aber irgendwie, weiß ich nicht, fühlt sich das besser an. Irgendwie, als hätte ich das Ganze mehr unter Kontrolle. Keine Ahnung, vielleicht auch hier wieder eine Gewohnheitssache. Wir kaufen die Bürsten immer in Mitteln. Und ich habe aber letztes Mal eine Empfehlung von meiner Zahnärztin bekommen, dass ich doch zweimal die Woche eine Zahnbürste benutzen soll, die leicht ist, weil ich wohl zu dolle drauf drücke beim Putzen und das ist nicht so gut für die Zähne, vor allem für das Zahnfleisch. Das ist gar nicht gut, wenn man zu dolle drückt. So, aber wir brauchen neue, also habe ich die hier gekauft. Ein bisschen unspektakulär. Hier ist noch ein Waschgel, habe ich ganz vergessen. Es hat jetzt so diesen Abschmink, zu der Abschminkgeschichte hätte das gut gepasst. Das ist das wieder von Balea Med. Ultrasensitiv Waschgel, befreit von Make-up-Rückständen. Also das könnte vielleicht ja auch ganz gut zusammen funktionieren. Ne? Erst das Öl und dann das Waschgel. Sollte nicht austrocknen, weil es ist hier auch wieder ohne Parfüm, Parabene oder Farbstoffe. We will see. Ich möchte das auf jeden Fall mal ausprobieren und ich werde die Produkte spätestens in meinem Aufgebraucht-Video sehen. Ne? Wenn das alles wieder leer ist, dann kann ich euch ein richtig gutes Feedback geben. Deswegen bleibt unbedingt dran und schaltet ein, wenn es mal wieder ein Aufgebraucht-Video gibt. Natürlich dauert es erstmal einen Moment. Ich muss die Sachen ja auch erstmal alle benutzen und ausprobieren, und um euch überhaupt was sagen zu können. Übrigens, der ganze Einkauf, alle Produkte, die ich euch zeige, da habe ich insgesamt 75 € ausgegeben. Gut, die Balea-Produkte sind ja
wirklich nicht teuer. Also das stimmt, das Preis-Leistungs-Verhältnis auf jeden Fall. Aber jetzt kommen ein paar Produkte, die etwas teurer sind, aber die super performen sollten. Als allererstes nochmal zeige ich euch hier von Blistex etwas. Das ist ein Lippenbalsam. Das ist so eine kleine Tube. Und ich erinnere mich noch, dass ich das in der Schulzeit benutzt habe, ohne Mineralöle. Und eigentlich ist es so ein ständiger Begleiter. Ich kaufe mir das immer wieder nach. Manchmal verliere ich das und weiß gar nicht mehr, wo das liegt. Ich habe eigentlich so viele Lippenpflege, Stifte und Balms und alles Mögliche, die ich auch super finde. Aber das ist alles überall verteilt und immer dann, wenn ich genau etwas brauche, finde ich nichts. Und ich kann es nicht fassen, weil ich wirklich viel schon habe. Also auf jeden Fall. Das muss da auf jeden Fall mal wieder mit. Dann habe ich hier noch ein letztes Produkt von Balea. Mit 7% Urea ist das die Ultrasensitiv Intensivcreme. Ohne Parfüm, Parabene und Farbstoffe wieder. Ich meine, das ist eine wirklich richtig gute Reihe von Balea, die wirklich sehr mild ist. Und man sollte ja auch, wenn es ums Gesicht geht, mit möglichst milden Produkten auch umgehen und möglichst sanft auch mit dem Gesicht umgehen und auch nicht so dolle immer reiben und so, ne? Auch wenn man das Gesicht abtrocknet, auch mal ganz doll aufpassen, dass man alles sehr vorsichtig und sachte macht. Und Urea, also ich bin jetzt auch noch kein Profi. Ich bin jetzt gerade dabei, ne, mich da besser auszukennen, mich zu informieren. Aber Urea ist auf jeden Fall ein sehr guter Wirkstoff bei trockener Haut. Das ist auch ein natürlicher Bestandteil unserer Haut, Urea. Und deswegen, je trockener die Haut, desto höher sollte der Anteil von Urea in der Pflegecreme sein. Und Urea ist sogar auch der älteste Pflegewirkstoff, den man so benutzt. Was ich mir auch gekauft habe, auf Empfehlung, muss ich gestehen, ist einmal von Weleda Skin Food Light, intensive, schnelle, einziehende Feuchtigkeitspflege, Gesicht und Körper für trockene Haut. Das, ich wusste gar nicht, wie einfach das ist. Ich dachte, oh Gott, wo soll ich das jetzt bestellen? Meine Güte, haben wir das überhaupt in Deutschland? Ich habe das nämlich bei einer kanadischen YouTuberin gesehen, Alana Davison, you know. Ich bin immer noch verliebt in sie, ist immer noch meine allerliebste Lieblings-YouTuberin seit 3 Jahren jetzt oder seit 4. Und sie hat diese Skin-Food-Creme vorgestellt als Primer. Bevor sie Make-up aufträgt, hat sie gesagt, benutze diese Creme, weil sie super reichhaltig, fettig und dick ist. Und sie hat auch eine trockene Haut. Und das hat sie sogar in ihren Jahresfavoriten gezeigt, wenn ich mich nicht täusche. Und ich hoffe, dass es die ist, weil die Verpackung ist ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Aber es müsste eigentlich genau das sein. Und ich möchte das sehr gerne auch als einen Primer benutzen. Wie gesagt, trockene Haut. Und wenn ich Foundation auftrage, möchte ich keine trockenen, schuppigen Stellen haben, möchte auch nie das Gefühl haben, dass irgendwas spannt, möchte auch, dass meine Haut eher glowy und gepflegt ausschaut. Und deswegen ist eben so eine Basis unter eurer Foundation, unter eurem Make-up super wichtig. Und ich möchte gerne mal das ausprobieren. Einmal habe ich, wie gesagt, beim DM gefunden, super easy. Habe es vorher gegoogelt und dachte, Gott, kann ich mir das bestellen? Haben wir das überhaupt in Deutschland? Ja, habe es gefunden. So, und dann habe ich nur noch 3 Produkte. 2 davon sind von No Makeup. Und No Makeup ist eine wirklich coole Marke, finde ich, beim DM. Sie ist relativ teuer, muss ich sagen. Ich meine, dass das jeweils 15 Euro oder so gekostet hat. Für DM ist es schon ein guter Preis, muss ich sagen. Aber ich kann auch sagen, dass die Produkte wirklich was helfen und bringen. Ich habe euch bereits ein Serum davon vorgestellt von No Makeup. Das hat so eine orangene Verpackung und das ist ein Vitamin A Serum. Ich habe nur mich zu schlecht informiert und habe das zu viel benutzt. Das hat mir vielleicht auch noch mehr Pigmentflecken gemacht, denn ich habe dieses Serum morgens und abends benutzt, jeden Tag. Und man soll Vitamin A, wenn man gerade erst damit startet, sollte man vielleicht 1 bis 2 Mal in der Woche, wenn überhaupt, benutzen. Also wenn man startet, vielleicht einmal die Woche oder einmal in 2 Wochen und sich dann langsam steigern. Und ich habe einfach zu viel davon benutzt. Ich habe natürlich super schnell ein Ergebnis gemerkt, aber meine Haut wurde natürlich auch viel zu schnell, viel zu sensibel und lichtempfindlich. Und da muss man wirklich super doll aufpassen. Gerade auch, wenn man diese ganzen
Ersäre, ne? Vitamin A und was ich auch im letzten Video erzählt habe, BHA, AHA und sowas. Wenn man sowas alles benutzt, was wirklich eure Haut positiv verändert, ist das Allerwichtigste natürlich, dass ihr einen Lichtschutzfaktor auftragt, dass ihr täglich Sonnenschutz auftragt. Im Winter, im Sommer, egal zu welcher Jahreszeit, die Sonne ist immer da, auch wenn sie sich hinter den Wolken versteckt, aber trotzdem, das ist ganz wichtig. Und das habe ich auch nicht so ganz beachtet, muss ich gestehen. Ja, da bin ich einfach selber schuld und ich muss sagen, ich habe die Erfahrung jetzt gemacht. Vitamin A von No Makeup hat super funktioniert, wirklich. Meine Haut hat sich toll verbessert, wurde glatter. Das ist auch bei so einer reifenden Haut, richtig, ist Vitamin A auf jeden Fall eine gute Sache, weil das wirklich das Hautbild verjüngt. Das ist auch nachgewiesen und es wirkt einfach mega. Und gerade dieses von No Makeup aus der Drogerie, muss ich sagen, trotzdem, dass es aus der Drogerie ist, ist super formuliert und hat bei mir wirklich was gebracht. Aber eben, informiert euch immer, bevor ihr Produkte benutzt, wie oft kann man es benutzen, was ist am besten für euren Hauttyp. Und hier wollte ich einfach mal etwas noch ausprobieren, was mir mehr Feuchtigkeit nochmal spendet. Das ist ein 120 Stunden Hyper Sleep Feuchtigkeitsserum. Und das hat hier nämlich Niacinamid. Und das ist auch so ein Inhaltsstoff, den man immer mehr sieht und hört. Und ich bin mir ganz sicher, dass in diesem Jahr viele, viele Pflegefirmen ihre ganzen Produktionen verändern werden. Und bestimmt wird man jetzt immer mehr Niacinamid und eben Vitamin A und AHA, BHA wird man bestimmt immer mehr hören. Es wird immer mehr wahrscheinlich betont werden und auf die Verpackungen geschrieben werden, weil das irgendwo auch ein Trend ist, wird und auch einfach natürlich wirkt. Ne? Das muss, die Dosierung ist dann wieder wichtig. Wie viel tatsächlich von dem Niacinamid ist dann hier drin oder von dem Vitamin A? Und No Makeup ist übrigens Clean Beauty, vegan und ohne Mineralöle, ohne Silikone, Parabene oder PEGs. Also auch in dieser Hinsicht ein toller Brand. Und kurz zu den Niacinamiden, um mich auch korrekt auszudrücken. Kurze Info zum Thema Niacinamid. Es wird auch Vitamin B3 genannt. Und es verfeinert und reduziert vergrößerte Poren, glättet feine Linien und Fältchen und verbessert einen unebenen Hautton, gibt fahler Haut ihr Strahlen zurück und stärkt die natürliche Hautbarriere. Wunderbar, perfekt. Das ist ja wie für mich gemacht. Und ich glaube, das ist auch für viele einfach ein toller Wirkstoff, den man mit in die Hautpflege mit integrieren sollte. Vergrößerte Poren ist jetzt vielleicht nicht so mein Problem, aber dass das Hautbild einfach ebenmäßiger wird und dass die Fältchen minimiert werden, das ist auf jeden Fall das, wo ich hin möchte. Und deswegen möchte ich einfach mehr auch auf diesen Wirkstoff setzen, Niacinamide eben. Und dass wir das in der Drogerie haben, finde ich mega cool und das möchte ich auch unbedingt ausprobieren. Und hoffentlich kann ich euch dazu auch ein positives Feedback geben. Außerdem habe ich auch hier gleich eine Feuchtigkeitscreme gekauft. Und hier ist Pupumelisse drin, reduziert stressbedingte Irritationen. Ja, das kann natürlich sein. Das kann ich mir vorstellen, vor allem wenn man zum Beispiel Unreinheiten ausdrückt oder sich irgendwo verletzt oder so. Ne? Dann hilft das bestimmt auch. Haben wir hier drin 50 ml. Ja, und es hat eben so ungefähr mit 15, 16 Euro gekostet. Aber wenn es dann wirklich was hilft und bewirkt und wenn ich positive Ergebnisse merke, dann finde ich, lohnt sich das auch. Ne? Besser man kauft sich eine gute Creme, die wirklich funktioniert, als dass man sich 5, 6 verschiedene kauft, am Ende mehr bezahlt und nicht wirklich auf sein Ergebnis kommt. Und ja, das Serum, das kann ich ja auch mal auspacken. Also alle Serien von denen sind in solchen weißen Fläschchen, die unterscheiden sich dann so in den Farben. Und eben dieses Vitamin A, also dieses Retinol, von dem ich auch erzählt habe, das ist in so einer orangenen Verpackung. Und dann als allerletztes Produkt habe ich mir noch von Mixer eine Zickercreme gekauft. Die ist natürlich wieder super bei trockener Haut, bei gereizter Haut. Hier ist auch 5% Patenol drin, hochverträglich, ohne Parfüm. Und bewiesene Wirksamkeit, die regenerierende Pflegecreme mit Patenol beruhigt irritierte trockene Hautstellen und lindert so Juckreiz und Spannungsgefühle auf der Haut. Also, falls ihr das wirklich auch habt, nach dem Duschen oder nach dem Abschminken oder morgens, wenn ihr aufsteht oder so ein Spannungsgefühl, dann ist das auf jeden Fall auch eine gute Alternative, das mal auszuprobieren. Ich glaube, alle Pflegeprodukte, die ich gerade so gezeigt habe, sollten auf jeden Fall sehr gut helfen, wenn man eben diese Symptome hat, wie ich.
ich zum Beispiel auch, ne, trockene Haut. Und gerade auch im Winter sollte man besonders darauf achten und auch vielleicht eine Ladung einfach mehr drauflegen. Man muss auf jeden Fall erstmal auf die Basis achten, dass eure Haut gut aussieht, dass sie glowy ist, gut genährt, gut gepflegt, gereinigt. Was auch natürlich auch wichtig ist, sind immer verschiedene Peelings. Dazu habe ich jetzt erstmal nichts gekauft, erstmal nichts gefunden, muss da weiter Ausschau halten. Aber auf jeden Fall, was ich auch gelernt habe und auch weiß, Peelings, wo so Körnchen drin sind, sind nicht wirklich gut für die Haut. Die verletzen eher eure Haut. Versucht es lieber mit so chemischen Peelings. Ne? Das ist zum Beispiel BHA und AHA und so weiter. Ne? Diese ganzen Säuren, Milchsäure, Salicylsäure und so weiter. Das ist viel besser für die Haut. Hat auch diesen peelenden, exfolierenden Effekt. Und ja, aber dazu habe ich euch ein bisschen was in dem letzten Video erzählt. Könnt gerne da einschalten, auch wenn ihr möchtet. Und ansonsten war es das jetzt für dieses Video. Ich kann euch gerne mal auf dem Laufenden halten, wie das so funktioniert, wie das so läuft. Ich benutze zwar aktuell die Produkte von Drunk Elephant, aber wenn sie sich dem Ende neigen, dann werde ich jetzt mal auch mal auf die Drogerieprodukte umsteigen und euch auf jeden Fall abholen, wie ich das so fand. Ich danke euch jetzt sehr fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und abonniert meinen Kanal, kommentiert, gebt mir ein Like, alles Mögliche. Ich würde mich sehr darüber freuen, über euer Feedback. Und natürlich auch, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Ciao!